Charaktere in The Walking Dead sterben und manche sterben nicht. Und das sind Entscheidungen, die uns die Serie, die uns AMC, die uns die Comics quasi geben und mit denen wir leben müssen. Zumindest zum Teil. Denn auf diesem Kanal, für die, die den Kanal schon länger verfolgen, die wissen es natürlich, habe ich sehr, sehr oft schon Was wäre, wenn zu The Walking Dead hochgeladen, indem ich mir ein Ereignis aus The Walking Dead nehme, irgendeine Kleinigkeit dran ändere und gucke, was es für Folgen haben könnte oder sollte oder wird. Das letzte Mal, dass ich ein Was wäre, wenn hochgeladen habe, ist schon ein Weilchen länger her. Ich weiß gar nicht mehr, was genau es war. Auf jeden Fall wurde mir damals aber schon sehr oft eine Sache in den Kommentaren vorgeschlagen und diese werde ich nun heute offiziell endlich mal abarbeiten. Und zwar geht es im heutigen Video um das Thema, was wäre, wenn Rick Negan getötet hätte und was dabei für Ereignisse passiert wären oder ja, soll. Ohne viel rumzulabern, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, Rick und Negan, zwei Charaktere, so unterschiedlich, aber trotzdem ziemlich gleich. Aber in einem Punkt, oder ein Punkt war sehr, sehr entscheidend in beider Wege und das war, dass Rick Negan nicht getötet hat. Und darum, wie gesagt, geht es in diesem Thema. Dieser Kommentar oder dieses Thema wurde mir schon vor ewigen Monaten vorgeschlagen. Und jetzt mache ich es endlich mal. Ich habe jetzt mal, sag ich mal, einen Videopuffer gefunden, an dem ich das mal hochladen kann. Vorab müssen wir aber zwei Sachen oder zumindest eigentlich eine Hauptsache klären. Und zwar, ich weiß nicht genau, an welchem Punkt dieses Was wäre, wenn ausgehen sollte. Soll dieses Was wäre, wenn davon ausgehen, am Ende des Kriegs gegen die Saviors, bedeutet, wo Rick Negan die Kehle durchschneidet, aber ihn halt verarzten lässt und ihn dann halt gesund pflegt? Oder sollen wir schon so weit zurückgehen, dass wir sagen, dass Rick ganz am Anfang, kurz bevor dem Krieg mit den Saviors, quasi da, wo die diese Satellitenstation da, ja, Amok gelauft haben, dass er da irgendwie schon dazu gekommen wäre, Negan zu töten, Negan aufzuhalten, dass sie da die Saviors zum größten Teil schon aufgehalten haben. Da diese Antwort nicht klar aus dem Kommentar hervorging, werde ich eigentlich beides mal ansprechen. Zumindest das eine Thema ein bisschen ausführlicher und das andere nicht so, weil das eine ist, hat mehr Ereignisse, die sich quasi daraus ableiten. Fangen wir erstmal mit dem meiner Meinung nach weniger mit sich führendem Ereignis an und das ist quasi am Ende vom Krieg mit den Saviors. Quasi wirklich der Kampf, wo Eugene die Patronen bzw. die Waffen, schon die Patronen von den Saviors manipuliert, unsere Truppe eingreift, angreift und Rick seinen epischen Kampf mit Negan hat, wo er ihm am Ende mit der Scherbe die Kehle ein bisschen malträtiert. In unserer Fassung wissen wir, was passiert. Genau, der gute Rick sagt, yo, hier, helft dem hoch, verarztet ihn und erstmal rastet Maggie natürlich irgendwo verständlicherweise vollkommen aus. Aber in diesem Szenario ist das nicht der Fall. In diesem Szenario lässt Rick seinen Frust, seine Wut, alles, was er in sich hat, raus und tötet Negan endgültig. In diesem Szenario ist auf jeden Fall Maggie erstmal ein bisschen glücklicher und wird auch die Konstellation von Alexandria, Hilltop und so weiter nicht verlassen und auch nicht, sage ich mal, das Bündnis eindämmen bzw. halt komplett auseinanderleben lassen. Das wäre zum einen der große Punkt. Allgemein die Verbindung zwischen den verschiedenen, ich sag mal, Städten, Fraktionen, einmal halt Alexandria, Hilltop und das Königreich und zum Teil natürlich dann auch die Saviors. Ich glaube, dieses Bündnis wäre auf jeden Fall besser geblieben. Sie hätten sich wesentlich lieber geholfen, wesentlich mehr geholfen und allgemein, es wäre alles ein bisschen angenehmer geblieben. Großer Punkt, der sich wahrscheinlich ändern würde, ich gehe stark davon aus, dass die ganze Katastrophe an der Brücke, bei der Rick dann halt verschwindet, Schrägstrich stirbt, Schrägstrich verschwindet, überhaupt diese ganze Horde, die da losgelassen wird, überhaupt die ganze, das ganze Problem mit den Saviors, auch noch ein paar Folgen danach mit diesen Rest-Saviors, sage ich mal, um die sich dann Carol mehr oder weniger kümmert. Ich glaube, dieses ganze Problem wäre gar nicht erst entstanden aus mehr oder weniger zwei Gründen. Das eine ist auch wieder eine neue Abweichung und das andere auch. Die gute Abweichung wäre, alle Saviors wären umgebracht worden. Die Saviors, die wirklich gut sind, hätten sich allen angeschlossen und hätten auch wirklich nach deren Pfeife getanzt. Dementsprechend wäre die Brücke ganz normal gebaut worden. Die Horde hätte nie da Stress geschoben, Rick wäre noch da. Dementsprechend, wie gesagt, wäre das Bündnis zwischen allen super. So wäre Judith mit ihrem Vater und ihrer Mutter in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, weil es ist halt nicht, sind halt nicht ihre Eltern, definitiv nicht, Fakt nicht. Traurig, aber wahr. Auf jeden Fall, sie wäre mit ihnen zusammen aufgewachsen. RJ wäre mit seinem Vater und seiner Mutter in dem Fall halt tatsächlich aufgewachsen. Überall wäre halt, ich glaube, eine bessere Stimmung, aber auf der anderen Seite muss man bedenken, Rick war halt immer noch ein Badass. Und ich denke, diese Einstellung von wegen, wir lassen keinen mehr rein oder die, die wir reinlassen, gucken wir wirklich ganz, ganz grob und ganz spezifisch an, die Michonne ja am Ende nachher übernommen hatte. Ich glaube, die hätte Rick weitergeführt. Aber ich denke, die ganzen Gruppierungen wären definitiv gewachsen,
und hätten sich auch wahrscheinlich besser organisiert bis zu dem Punkt, der definitiv ja gekommen wäre, und zwar die Whisperer. Und ich glaube, dann wäre einiges in die Hose gegangen, weil man muss natürlich hinten raus sagen, Negan hat Alexandria, Hilltop, allen Leuten, nachher auch im Krieg mit den Whisperern, hat Negan sehr, sehr viel Gutes getan. Auch in Bezug auf Judith ist Negan ein guter Mentor geworden und auch irgendwie hat er auch Maggies Charakter geformt zu einem, ich sag mal, zum Teil sehr stressigen Charakter, der einfach nur noch Hass und Wut vor den Augen hat, aber auch zu einer anderen Seite einem Badass-Charakter, den man einfach nicht ans Bein pissen sollte. Negan hat auf super viele Leute Einfluss genommen. Auch auf Lydia am Ende des Tages war auch sie mit unter irgendwie einen Grund, wie die Whisperer am Ende besiegt werden konnten. Auf der anderen Seite wäre vielleicht durch dieses ganze Hin und Her mit Negan und allen Leuten, vielleicht wäre es auch gar nicht dazu gekommen, dass wir überhaupt die Whisperer gefunden hätten, also kennengelernt hätten. Vielleicht wäre alles so perfekt gelaufen, dass die Whisperer gar nicht gekommen wären. Dann wäre, glaube ich, der nächste große Gegner das Commonwealth gewesen und die hätten dann, glaube ich, tatsächlich, das wäre ein großer Krieg geworden, größer als wir ihn jetzt in Staffel 11 hatten, aber das ist, sage ich mal, so die optimale Richtung. Die nicht so optimale Richtung wäre, die Saviors wären natürlich, hätten übernommen werden können von irgendeinem Savior, der ja noch da war. Irgendeinem von, mir egal wen, sucht euch aus wen. Die Saviors hätten sich neu gruppiert und es wäre quasi weitergegangen. Der Krieg wäre fortgesetzt worden und Rick hätte quasi, wie ihr auch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwer meint es ja quasi aus Negan einen Messias gemacht, einen, der halt für was steht und sagt, hier guck mal, und deswegen hätten wir von Anfang an komplett reinrasieren sollten. Und das ist quasi so der schlechte Weg, dass die Saviors quasi weiterhin bestehen unter neuer Führung, unter vielleicht der brutaleren Führung und der Krieg wäre nicht beendet gewesen. Also Negans Tod wäre quasi ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen und hätte nichts gebracht. Das sind so die zwei Richtungen, die ich sehe, die quasi vom Ende des Savior-Kriegs ausgehen könnten. Diese zwei, einmal die gute, die sich dann sehr, sehr lang bis zum Commonwealth zieht und einmal die schlechte, die halt quasi einfach nur den Krieg weiter angefeuert hätte. Gehen wir jetzt mal auf den zweiten Punkt ein. Hätte Rick und seine Truppe quasi von Anfang an Negan ausgelöscht und wir gehen jetzt nur von Negan aus, dann könnte das Ganze einen super interessanten Weg genommen haben. Und zwar müssen wir einmal bedenken, Glenn wäre nicht tot, Abraham auch nicht. Wir gehen quasi davon aus, dass alles vor dem Line-Up, wo Negan vorgestellt wird, nicht passiert wäre, weil sie es geschafft hätten, wie auch immer, Negan vorher zu töten. Wie gesagt, Glenn lebt, Abraham lebt, alle sind glücklich und zufrieden. Daryl wird nie eingesperrt, beziehungsweise gefangen, sage ich mal. Und wir haben erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Und darauf gehe ich jetzt auch erstmal ein. Also zum einen wäre Herschel, der kleine Herschel halt, mit seinem Vater aufgewachsen. Abraham hätte weiterhin eine super tolle Beziehung mit Sascha führen können. Ich bin Team Abraham und Rosita durch und durch. Also die Frage stand mal in den Kommentaren. Ich beantworte es nicht mal beiläufig hier. Definitiv Team Rosita und Abraham. Sascha, nee, ich mag Sascha nicht so. Aber weiter im Text. Bedeutet, im Guten bezogen wären erstmal sehr, sehr wenig Charaktere gestorben. Was ja auch klar ist. Auf der anderen Seite wären, glaube ich, sehr, sehr viel schlechte Dinge passiert. Zum einen wäre die Frage, wie hätten Hilltop, Alexandria und das Königreich zu Ricks Gruppe weiterhin gestanden? Hätten sie sie quasi überhaupt erst kennengelernt, akzeptiert? Wäre überhaupt so ein Bündnis zustande gekommen ohne Negan und den Krieg? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, dieses Bündnis zwischen Königreich, Hilltop und Alexandria und nachher auch natürlich Oceanside wäre ohne Negan so niemals zustande gekommen. Vor allem Oceanside nicht. Oceanside wäre komplett raus gewesen, definitiv. Weiterhin muss man auch bedenken, viele Charakterentwicklungen wären einfach liegen geblieben. Man muss sagen, wie gesagt, Maggies Charakterentwicklung finde ich weiterhin zum Teil super gut gemacht. Carls Charakterentwicklung wäre nicht so stark angekuppelt worden. Ricks Charakterentwicklung, muss man jetzt sagen, wäre vielleicht gleich geblieben. Sie wäre nicht weitergegangen, aber auch nicht zurückgegangen. Also er wäre halt weiterhin so dieser Staffel 5 Rick halt gewesen, irgendwie. Aber, und jetzt kommt der wichtigere Grund, ich glaube, wenn natürlich ein paar Saviors überlebt hätten, darunter entweder irgendwer von den Sergeants halt, ne, die ganzen, die Hilltop besetzt haben und, beziehungsweise vor allem Simon, wenn der noch am Leben gewesen wäre, ja, dann wäre, glaube ich, die Kacke sehr, sehr gut am Dampfen gewesen, weil Simon hätte sich definitiv Negan als Position genommen, er wäre der neue Negan geworden. Fakt, hätte sich mit den Saviors aufgebaut und dann hätten wir viel, viel brutalere und krassere Action bekommen, weil Negan wirklich ja noch zum Teil im Kern irgendwo vernünftig war und sich gedacht hat, wie sein Motto halt immer ist, Menschen sind Ressourcen. Es werden keine Ressourcen verschwendet und das hätte Simon quasi einmal so komplett über den Berg geworfen und wäre da volle Kanone reingegangen, hätte da alles klein gemacht oder zumindest versucht,
klein zu machen. Und ich glaube, das wäre dann der Punkt gewesen, wo wir viele andere gute Charaktere verloren hätten. Ich denke, so jemand wie Rick, Glenn, Daryl, von mir aus auch Abraham und so die ganzen wären, glaube ich, im Überleben gewesen und wir hätten andere verloren. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir in so einem Krieg eine schwangere Maggie verloren hätten. Bin ich mir ziemlich sicher. Auch ein Eugene hätte nicht überlebt, glaube ich. Und so eine Carol, glaube ich, tatsächlich wäre vielleicht in diesem Krieg auch aus welchen Gründen auch immer draufgegangen. Wir wissen ja, Carol wollte sowieso keinen Krieg mehr haben. Sie wollte sowieso nicht mehr kämpfen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir andere Charaktere in einem anderen Krieg verloren hätten. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Ricks Gruppe den Krieg gegen die Saviors trotzdem gewonnen hätten. Vielleicht. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass sehr viele Saviors unter Simons Führung gesagt hätten, nee, das hier ist mir, das ist nicht das, was ich hier irgendwie geplant hatte. Und deswegen verpisse ich mich jetzt und gehe mal lieber auf die andere Seite, weil die gewinnen wahrscheinlich. Ich glaube, die Loyalität, die Negan sich aufgebaut hat, die könnte Simon nicht so einfach mitnehmen. Er hätte zwar auch gute Chancen, aber er wäre wahrscheinlich daran gescheitert, dass irgendwann seine ganzen Leute gegangen wären. Und er hätte nichts dagegen machen können, weil er diese Autorität von Negan nicht so ganz hatte. Meiner Meinung nach zumindest. Bedeutet, in diesem Szenario hätten wir super viele Charaktere behalten. Wir hätten sehr wenig Entwicklung in Charakteren bekommen wahrscheinlich. Wir hätten zwar einen Krieg bekommen und wahrscheinlich wären dabei andere Charaktere gestorben. Aber am Ende, um das ganze Thema jetzt mal abzuschließen, muss ich sagen, Negans Überleben, egal in welcher Situation, ob ganz am Anfang von seiner Einführung oder ganz am Ende, hat so viel Einfluss auf so viele Charaktere und den Verlauf der Serie. Allein die Tatsache, dass wir von einem Charakter, der uns einen Lieblingscharakter genommen haben, den wir dadurch gehasst haben, zu einem Charakter geworden ist, den wir nun lieben, zeigt, was Negan für ein prägender Charakter für die Serie war und dementsprechend wäre sein Tod dementsprechend wuchtig gewesen, sage ich mal, und hätte auch einen dementsprechenden schlechten Einfluss zum Teil gehabt. Also ich gehe davon aus, es hätte weder ein sehr, sehr gutes Ende dadurch genommen, noch ein sehr, sehr schlechtes Ende. Definitiv, eins stand fest, Ricks Charakterentwicklung wäre nach dem Töten von Negan komplett in eine andere Richtung gegangen. Jetzt nicht in eine Richtung von wegen, ich bleibe ruhig oder ich bin ruhiger, sondern er wäre, glaube ich, weiter in diese Dunkelheit abgestiegen und weiter in dieses brutale Shane-Denken, nenne ich es jetzt mal. Der überleben will, der schießt halt zuerst quasi. Ja, und das ist so meine Theorie, was wäre, wenn Rick Negan getötet hätte? Und das jetzt auf 2 bis 3 bis 4 verschiedene Arten. Und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich denke, das war jetzt nochmal so ein Ding, was noch sehr, sehr empfindlicher, tiefer quasi ausgebaut werden könnte. Aber ich denke, ich habe so meine, sag mal, Gedanken gut zusammengefasst, wie ich es mir vorstellen könnte. Ihr könnt an der Stelle gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr das? Was wäre, wenn Rick Negan getötet hätte aus eurer Sicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese es mir super gerne durch und kann auch sein, dass ihr da wesentlich bessere Ansätze habt. Das waren jetzt so meine Theorien dazu. Und wenn ihr sowieso schon in der Kommentarsektion seid, dann schreibt auch vielleicht gerne weitere Vorschläge für Was wäre wenn's? Ich habe wieder Bock da drauf. Ich weiß nicht warum. Das ist immer mal so in Etappen, da hat man mal Bock auf die eine Sache mehr, auf die andere Sache weniger. Deswegen schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare. Ich habe zwar noch sehr, sehr viele Themen, die ich abklappe, man kann. Neue Themen tun aber auch nicht weh, ne? So, und wenn euch das Video sonst gefallen hat, dann checkt doch gerne mal den Kanal aus. Vielleicht findet ihr was, was euch auch interessiert. Ich verlinke hier auch mal diese Was-wäre-wenn-Playlist und die Theorien-Playlist zu The Walking Dead. Werde ich jetzt am Ende auch mal verlinken. Guckt es euch gerne an. Da sind unfassbar viele Theorien und Was-wäre-wenns zu verschiedensten Sachen, die auch wirklich super interessant sein können, definitiv. Wenn ihr darauf Bock habt, checkt es gern aus und vielleicht bleibt ihr dann länger auf dem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger machen, als es sowieso schon ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.